Gar kein Problem, Leute. Regt euch nicht auf. Wow. Hey, Kinder. Hey, Kinders. Ich dachte gerade, ich mache sowas voll Cooles, aber das ist behindert. Willkommen zurück zu Episode 3. Zu Folge 3. Episode? Folge? Speckops ist am Start. Da unten kamen Leute hoch. Das haben wir genau gesehen. Vielleicht kann ich es einfach mal geschwind umpimmeln. Pass mal auf. Ich mache mal kurz... Achso, ich habe keinen Schalli. Egal. Achtung. Das wird so fett, Alter. Oh mein Gott. Wie behindert ist denn das, Mann? Hochzielen. Ich dachte, ich mache damit Einzelschuss. Also, da steht der Salve. Gott, bin ich behindert. Ich hätte auf Auto lassen sollen, um das zu machen, was ich machen wollte. Was haben wir hier? Boah, hier ist auf einmal voll die Geheiminformation. Warum ist das so? Oh, auf Anhören. Auf ihn. Ah, das Paradies der Reichen. Dubai. Noch nie habe ich einen schöneren Schrotthaufen gesehen. Murdochs Bubis haben sich verdrückt. Aber ich bleibe hier, Baby. Der große Sturm. Ein exklusiver Augenzeugenbericht über den Fall von Dubai. Verdammt, wenn das nicht nach Pulitzerpreis klingt. Apropos. Ach, scheiße. Ich brauch noch was Nettes für den Colonel. Ein kleines Danke dafür, dass ich hier sein darf. Wenn ich an ein paar Bilder vom Sandsturm komme, gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Scheiße. Langweil total. Na komm. Gib mir was. Okay, also hier ist wohl ein Pulitzerpreis-geiler Reporter gewesen, der hier gesessen ist und sich einen Ventilator gemacht hat, der komischerweise noch funktioniert. Wo ist er denn eingeplackt? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig, aber naja, es muss ja nicht alles Sinn ergeben, nicht wahr? Wir gehen jetzt direkt runter hier. Ja, fallen lassen. Dass er nicht einfach mal runter springen kann, wisst? Das ist halt so ein Blade-Cop. Was kriege ich denn schon wieder rum da unten? Wir stehen unter Feuer! Mutti steht unter Feuer. Ah, oh. Ich, ja. Da liegt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schade drum. Q drücken und halten. Granate werfen. Na also. Was laberst du? Ich muss doch Granaten probieren. Hör mal auf zu feuern kurz, okay? Darf ich kurz mal noch die Granaten probieren? Wo sind denn die Gegner? Ich verstehe es nicht. They're under in London? Noch mehr Granaten? Also, ich schmeiß mal eben eine Granate. Hier. Gucken, gucken. Wie einfach rumgeflogen ist. Sehr schön. Du, gell? Hörst du mal sofort auf, um mich zu schießen. Wie er mich flankiert. Weißt du, er meint auch gerade, er könnte mich jetzt irgendwie flankieren oder so. Yeah, yeah. Salende. Schickedigedim, schickedigedim. Ich hab ihn doch in den Kopf geschossen. Alter, wie gut ich bin, Mann. Global. Oh, du versteck dich kurz. Ihr Schweiner. Easy, Mann. Habt ihr es im Griff, Leute? Wo schießt du hin? Ja, mach die Musik aus. Genau, ist ja ultra nervig. Komm, ihr kriegt noch eine Granate von mir. Achtung. Zack. Die fliegt total behindert. Aber vielleicht kann ich damit ein Zeichen setzen. Weil... It's so smoky in here. Es macht nichts. Ich kümmere mich um den Feind mit der Schrotflinte. Oh! Auf was habe ich da gerade geschossen? Sie sind drin! Oh Scheiße, sie sind drin! Meine Mutter ist drin, Alter! Ich mach dich! Ey! Wow, Männer, ich spiele doch auf Hardcore. Vergesst es nicht. Ihr dürft es nicht ja dauernd vergessen. Ihr lehnt euch da einfach raus und sagt euch, ja gut. Aber so einfach ist es nicht. Wir spielen auf Hardcore. Denkt dran. Water, please. Es gibt sowas von ID-Treffer. Jawoll, easy. Easy. Wie ich das hier mache. Da war einer gelegen. Ich wollte einfach auf Rennen drücken. Können wir diese verschissene Musik ausmachen? Bitte? Sie geht nicht aus. Sie geht nicht aus. God show mercy. Ja Gott, wirklich mal. Jetzt streng ich doch mal an. Sprengstoffe sind voll. Können wir jetzt endlich mal die Musik hier ausmachen, bitte? Hallo? So, ich muss jetzt hier eindeutig mal drüber springen und... Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha!
Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Total abgefahren. Das ist totally crazy. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Wo kommt die Musik her, Mann? Ich schieße die ganzen Boxen kaputt und es trudelt einfach weiter durch die Wände. Was passiert denn hier? Das geht doch gar nicht. Stehen bleiben. Feind am Boden. Mir wurde ja gesagt, dass das Spiel dann ziemlich... einem ziemlich das Mind, ein Mindfuck am Schluss gibt oder irgendwann zwischendrin, keine Ahnung. Wahrscheinlich kämpfen wir hier gerade schon gegen Kinder auf Stelzen, die verkleidet sind. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Ganz ruhig, gell, du, sag mal. Ah, so, ihr Pisser! Chill, chill. So! Okay. Ich habe eine Granate und die bekommst du da hinten. Wow, habe ich weit geworfen. Können wir da mal kurz runter irgendwie? Hopp. Hopp, komm. Einfach mal ran. Einfach aggressiv ran, Leute. So. Oh, das ist wieder so ein Sandding. Was? Geschütz drehen, okay. Hä? Scheiße, so eine Hure. Oh, krass, Mann. Jetzt richtig draufkloppen mit dem Gerät. Und was ist mit dem Hubschrapp-Schrapp? Was stand da mit ducken? Achso, ducken, ja. Man kann sich halt auch ducken an, an seinem... Leute, wie krass ist das denn? Hört doch mal auf, euch so komisch so krass zu verletzen. Die Wahnsinnigen. Und dir alles klar, Reporter? Das ist doch vom Channel Dubai. Das fällt doch gleich runter, das höre ich doch von hier. Das kann ich doch von hier hinten hören. Ah, die Musik. Hallo? Wo sind die hin? Das war zu leicht, Vorsicht! Geh klar. Hallo? Fuck. Okay. Ein verdammter Hinterhailed. Going dicking. Komm schon! So, kurz chillen. Granate schmeißen. Weiter chillen. Okay. Gut, der ist down. Wow! Alter, wo kam der her? Leute, da oben. Die können uns echt eklig treffen. So. Gar kein Problem, Leute. Regt euch nicht auf. Wow! Oh, Leute, voll das Riesenproblem auf einmal hier entstanden. Nein. Oh. Okay. Oh. Nein. Oh. Okay, krass. Den habe ich noch getroffen aus der Hüfte sozusagen. Aus der Deckung. Oh, krass. Okay, Leute, macht ihr mal kurz den da oben, ja? Ich mach die da unten. Und die Musik. So. Was für ein fetter Fight hier. Leute. Was, der Sturm? Oh. Ja, shit. Oh Gott, was ist mit dem Gebäude? Fällt es jetzt um? Wartet auf eure Chance, vielleicht erschlagen zu werden von dem ganzen Ding? Das wackelt so ganz merkwürdig. Wie schön das Wasser, wie schön der Sand ist. Ich fall down. Ich bin gefallen. Adams, Lugo, melden. Oh. Hier unten. Oh, alles okay? Ich sagte ja au, oder? Alles gut. Gut, dann auf die Beine, los. Shit, fast keine Munition mehr. Möchte wissen, wo wir sind. Männer, wir haben ein Problem. Wir sind irgendwie in so ein Haus gefallen. Sieht jemand, wo es rausgeht? Was, wir sind das Hotel geschützt, das wir wollten? Das ist ja wohl, oder?
Glück. Leute, wo geht's denn hier lang? Sicher? Sicher, dass das ein Ausgang ist? Ich werde das mal überprüfen. Ich werde das mich mal kurz. Das ist kein Ausgang. Der Lügner. Dann sitzen wir fest. Wie die Maus in der Falle. Oh, das war eine Mücke. Feind in Sicht, greif mir an. Die leben noch immer. Sieht eure Ärzte. Die leben gar nicht. Der blöder Mann, bin ich runtergefallen. Ey, wo habe ich jetzt die ganze Munition wieder her auf einmal? Okay. Das ist unzählige, krass. Ich arbeite noch mal ein bisschen mit Granaten. Habe ich noch eine? Ne, habe ich nicht. Im Moment haben wir es aber auch super im Griff hier, wisch. So, die dürfen noch nicht herkommen. Sonst haben wir voll die Probleme, wenn sie zu uns kommen und uns tot machen. Nein! Oh oh. Ah, der ist tot. Ja, der ist tot. Oh, wow, oh, oh. Der war nah. Shit. Okay, meine AK ist leer. Ich habe noch die Mikro 9 mm. Vielleicht gehe ich hoch. Na, Kontrollpunkt erreicht, alles klar. Weil ich brauche zufällig, habt ihr zufällig Munition dabei? Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Okay. Wie, da oben läuft irgendwas? Was laberst du mich jetzt gerade so voll? Läuft doch nix. Oh nein. Alter, vielleicht sollten wir mal laufen. Hopp, 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 hopp. Weiter. Boah, krass. Richtig krass, ey. Schätze, das war's. Gut, weiter. Wir müssen einen Ausgang finden. Okay, ich muss Munition finden. Die Wumme ist ver... Munition! Buti, buti. Noch jemand, wir sollten noch mal mit denen reden. Ich meine, wir sind hier, um die zu retten. Lade nach. Mann, das ist doch längst gegessen. Die Typen wollen nicht reden, die wollen Blut sehen. Lugo hat recht. Wir können nur hier abhauen und die 33. suchen. Bevor die Kerle sie zerfetzen. Wir haben hier Geheiminfos? In Horrorfilmen nehmen sie Silber, um das Monster zu killen. Flöcke, Kreuze, Kugeln. Egal, Hauptsache Silber. In Dubai nimmt der Feind Silberkugeln, um Soldaten zu killen. Hier sind wir, die Monster. Die schmelzen anscheinend alles ein, was sie in die Finger kriegen. Manschettenknöpfe, Schmuck, Besteck. Pure Verzweiflung. Aber clever. In Dubai ist eine Kugel mehr wert als ein Collier. Fast schon komisch eigentlich. Wenigstens kommt ein Soldatenleben nicht billig. Kugel der Plünderer ist schon ziemlich krass, also... Klar. Die Plünderer haben... Conrad, er hat die Antworten. Das ist ja das, was wir gehört haben. Ja, ja, ja. Also... Hört ihr das? Da kommt wer. Hallo? Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Sie waren verschanzt. Wir hatten keine Wahl, Sir. Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Kerstin. Moment. Was? Er redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Ja, es ist mir zufällig. Es ist mir nicht in Gang. Wieso lassen sich die Einheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Frag ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Der sah so ein bisschen aus wie Nico Bellic, oder? Der mit der Pump. Das ist doch der von GTA. Aber Leute, wisst ihr, was das schon wieder heißt hier? Das ist auf jeden Fall wieder hier ein Punkt, an dem wir einen Schnitt ansetzen und sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Und dieses Lied halt, ihr wisst schon von woher, wo das. Keine Ahnung. Leute, ich habe jetzt gerade nicht konzentriert. Fast gestorben. Also, du altes Schnitzel, komm da mal runter. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, Daumen nach oben, denn ich weiß jetzt, wie man Granaten schmeißt. Ich bin praktisch klüger geworden, wenn man so will. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Fiebert schön mit. Ciao!